Die berüchtigte Wagner-Söldnertruppe, das sind ja auch die Soldaten, die eben gesagt haben, dass sie Soledar eingenommen haben. Über die haben wir ja schon ganz oft gesprochen im vergangenen Jahr im Verlauf dieses Ukraine-Krieges. Was macht diese Truppe so berüchtigt? Was macht sie so gefährlich? Also zunächst einmal muss man festhalten, das ist eine Söldnertruppe, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, die ja auch schon in Syrien und auch in Libyen tätig war für die Russen. Und von daher ist es einmal eine sehr kriegserfahrene Truppe, die natürlich auch Verluste hat und wieder ersetzt werden müssen, bei denen dann die Erfahrung zumindest vorübergehend fehlt. Der zweite Punkt ist, dass sie rücksichtslos in jeder Beziehung vorgehen. Das heißt, sie halten sich in keiner Weise an das Kriegsvölkerrecht oder vergleichbare Dinge. Und sie schonen auch keinen Menschen auf der Gegenseite, das heißt auf der ukrainischen Seite. Aber sie gehen genauso rücksichtslos mit ihren eigenen Soldaten um. Die Wagner-Truppe ist auch zum Teil mit neuen Rekruten, die aus dem östlichen Teil Sibiriens kamen, wieder aufgefüllt worden. Man hat diese Rekruten ohne Rücksicht auf Verluste in den Kampf geschickt und hat damit auch sehr hohe Anteile von Verlusten in Kauf genommen. Und das macht die Sache, ich sage das mal, besonders verwerflich und besonders verbrecherisch mit Blick auf das Kriegsvölkerrecht. Egon Rams, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen am heutigen Mittwoch. Frau Werther, gerne. Danke sehr.